Moin Darian, schön, dass du da bist. War fort bis Sonntag mache ich ja sowieso. Also ich habe immer, also wenn Son der Sonntagsstream, der bleibt den Zwergen. Das wird auch so bleiben. Ach, DFHack und der Terrapist laufen auch schon mit Linux. Das ist doch schön. Muss immer ein Dariad in der Festung geben. Aber natürlich, warum auch nicht? Aber nicht dort. Was machen wir denn? Will Dariad kämpfen und früh sterben? Oh, wir können dich auch zum Geist machen. Dann stirbt, passiert dir gar nichts mehr. Gut, du bist kastriert, aber das ist dir egal als Geist, oder? Wir werden den, glaube ich, eh nicht los. Lass mal gucken, ob wir, wenn wir für Warbock kein Dings bauen können, ne? So, nur das Mongoose-Lab. Dann machen wir mal Warbock. Okay, schade. Wirst doch kein Geist. Dann suchen wir dir jetzt den. Ah, du. Vielleicht wurden deine Überlebenschancen relativ gering. Das klingt voll gemein. Und du wirst ein Kind. Komm, du wirst dieses komische Kind, das immer alle umbringt. Wo ist denn das jetzt gerade? Welches war das denn? Wo ist unser Killerkind hin? Wo ist unser Killerkind? Nicht Kellerkind, Kellerkind, das bin ich. Ich suche das Killerkind. Da sitzt ein Gefangener, das ist aber jetzt nicht der Killer. Und da sitzt auch ein Gefangener. Wir können dich auch anders unsterblich machen, weil die werden nicht mehr freigelassen. Die haben sie da drinnen vergessen. Sie werden noch mit Trinken versorgt, aber ansonsten sind die vergessen worden. Ihre Haftstrafe haben sie abgesessen. Sie sind trotzdem noch angekettet. Das heißt, theoretisch haben wir eigentlich nur 82 Zwerge. Die beiden sind irgendwie komplett außer Funktion. So wie bei Hollow in unserer Staffel 6 Festung, in Classic, da war das ja auch so. Den hat ja auch niemand mehr freigelassen. Aber das bist du. Der ist Militärkommandant, das ist ja Nobel. Dafür hast du zu wenig Münzen ausgegeben. Dann bist du jetzt oben als Soldat. Halt da. Der hier. Da hat. Hast du höhere Überlebenschance, als wenn du ein Miner wärst? So, als nächstes. Die erste Waffenfalle ist fertig. Muss noch jemand nachladen, da sind die ganzen Bögen und so weiter drin. Wir können dich natürlich auch direkt in den Einsatz schicken. Dann ist deine Chance vielleicht doch relativ gering. Nein. Es sind aber wenigstens viele jetzt hier am Arbeiten, ne? Wir haben gerade nicht so viele offene Baustellen. Deswegen seit Anfang, die wird befüllt, die wird befüllt, die ist schon befüllt, die ersten Käfige sind da. Gut, Goldkäfige sind arschschwer. Da wird noch ein Mechanismus transportiert. Was machst du? Du Bogen. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie wir das nach alles. Wir müssen das immer nachladen, ne? Die Bögen und Crossbows, das muss alles mal nachgeladen werden. Genug Munition sollten wir haben dafür. Ansonsten liegen hier noch ein paar Bolzen und so weiter rum. Können wir das nicht auch einfach mal erlauben hier? Wir hatten doch schon mal alles hier unten erlaubt, ne? Schön neue Tote, ne? Ah, das sind die Katzen. Das sind die Katzenleichen. Was? Nein. Goldkäfige sind einfach halt sau schwer. Du siehst mal, wenn ein Zwerg, der hier, der trägt einen Goldkäfig. Mal gucken. Nein. Ich dachte gerade, das war so langsam unterwegs. Ich hätte mir jetzt auch einen Goldkäfig zugetraut.
Die sind noch langsamer wahrscheinlich, ne? Der ist zu schnell. Oh nein, wo kommt mir schon wieder dieses Ape-Monster-Extrakt-Gedöns her? Ich hasse, bitte sterbt nicht wieder an irgendwelchen Kackkrankheiten. Wobei das Ape-Monster war es nicht mit der Krankheit. Wir müssen aufpassen, nur wegen. Aber was war das? Irgendein Dämon-Extrakt war das. Irgendeins hat die alle krank gemacht und dann umgebracht. Das war aber nicht das Affenmonster. Also nach meinem Stand, der aber käfigmäßig noch aufs Classic ist, ist es dem Käfig vollkommen egal, aus welchem Material er ist. Jeder Käfig kann jede Kreatur halten. Du kannst theoretisch einen 1000 Jahre alten, untoten Drachen in einem Holzkäfig gefangen halten. Das ist egal. Ob eine Falle auslöst, selber liegt auch nicht am Käfig, sondern nur der Qualität des Mechanismus. Je höher die Qualität des Mechanismus, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es auslöst. Weswegen zum Beispiel ein Elf, der ja besser ausweichen kann bei einer Käfigfalle oder generell bei Fallen, bei einem normalen Mechanismus keine Probleme hat, dem auszuweichen. Bei einem meisterhaften ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn trotzdem einfängst, ein bisschen erhöht. Bei den Waffenfallen weiß ich nicht genau. Ich weiß mal, auch dort ist das mit ausschlaggebend. Die hat dann aber auch eine gewisse Zeit. Wenn sie einmal zugeschlagen hat mit den Waffen, braucht es bis sie nochmal. Ich weiß nicht, wie viele Ticks dazwischen sind, bis sie sozusagen nochmal wieder ausgelöst werden kann. Ich glaube, 5 oder 10. Ich weiß es nicht. Müsste ich sonst wieder nochmal nachgucken. Und jetzt müssen wir erst für Stodia auch nochmal so ein Slab fertig machen. So, hier. So. Also wir haben auch irgendwo hier, glaube ich, einen Bleikäfig verbaut. Blei macht die aber auch nicht krank. Ich glaube, das wäre sonst einfach nur noch Bleikäfige gesetzt. Also nach meinem Stand haben die gerade was Waffen und so weiter oder Materialien angeht, geht es hauptsächlich um Gewichte. Ob es jetzt ein weiches Metall ist oder ein hartes Metall, ist vollkommen egal. Es sind halt Gewichte, die entscheidend sind. Wobei, nee, stimmt auch nicht. Das stimmt ja gar nicht. Deswegen sind ja zum Beispiel Silber- und Goldschwerter um einiges schlechter als ein Eisen- oder Stahlschwert. Na, die sind ja dafür nicht zu gebrauchen. Deswegen ist Adamantium ja zum Beispiel auch ist mit der stärkste Metall, aber deswegen, da es mit das leichteste ist, noch lebst du. Noch lebst du. Noch ist es zu. Sind andere Geister, die wir hier gerade verarbeiten müssen. Ich möchte mal was ausprobieren. Du machst das hier, alles gut. Warum ist ein Workshop verboten? Erlaube den Werk, die Werkstatt. So. New Task. Katapult. Man auch 3 wahrscheinlich, ne? So. Wir gucken mal. Dann gehen wir auf den Stockpile. Wir wollen den Stockpile mal bearbeiten und entfernen mal 3 Felder. Ja, also immer, ne, hier for Science. Wir bauen hier mal einen Katapult. Dann gucken wir mal, ob das Katapult. Wir hatten ja schon in der Staffel, also in Classic hatten wir es mit Katapulten ja schon mal versucht. Da hatten wir Probleme mit, dass sie über Wände schießen können. Das können wir aber. Wir haben hier ein bisschen mehr Platz.
Ne, können wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie weit die Feuerreichweite von so einem Katapult ist. Das kann man aber nachgucken. Fortress, ich gucke das mal nach. Katapult. Siege Engines. Was sagt ihr denn hier so? Using. Das ist klar. Steht hier irgendwas bei wegen. Also sie können einfach schießen, was vor denen ist, das ist klar. Gerade eben, das ist egal bei der Menge, die da steht, das ist auch okay. Nur auf einem Z-Level, das ist auch klar, ist hier auch egal. Katapulte mindestens 30, okay. Can and will fire over any creature between them and their target. Das ist egal. Die sind vor Fortifications, sind denen egal. Can and will kill anything in their path. Das ist Ballistas, klar. Fire and will does not mean there has to be anything to shoot at. Genau, dann schießen die mich einfach. Das haben wir auch schon festgestellt. Placement. Machen wir schon zu. Target in front of them, it's the same Z-Level. So, wo ist denn das jetzt hier mit dem Katapult? Ich will Katapult. So. Sind weniger effektiv. Ja. Das ist mir egal. Ich hab noch irgendwie. Sollen die doch über dem Ding rüberschießen können, wenn ich mich nicht irre. Gatling-Katapult, das klingt interessant. Wir haben aber keinen Legendary Siege Operator. Egal. wir schauen mal. Meine Hoffnung ist einfach, dass ein Katapult aufgrund der ballistischen Flugbahn eigentlich über die Mauer schießen könnte. Irgendwo hatte ich das auch mal gelesen. Ich habe es jetzt gerade nicht gefunden. Kann sein, dass ich mich irre. Ach, wir können das nicht bauen, weil wir haben kein Holz. Ja, das ergibt Sinn. Denn wir haben kein Holz. So, Trupp, sammel dich mal kurz hier. Das ist jetzt Bridge Cave 1. Bridge Cave 1 hat das ja auch hier unten den Hebel. Nein, hat es nicht. Weil Bridge Cave 1 ist nämlich, ist das der hier? Outdoor. Da, Bridge Cave 1. Hull. Und dann gehen wir mal kurz hier ein paar Pilze umhauen. Hier sind ja ein paar. Außerdem fällt auch noch unser komischer Kristallleiche hier runter. Ich möchte die immer noch verarbeiten. Ich weiß nicht, ob es geht, aber das ist halt einfach schön. Es nennt sich Kristallglas. Muss ja wohl möglich sein. Dann haben wir das jetzt hier natürlich gleich auf. Unser Squad geht einmal raus. Wir müssen aufpassen wegen den Serpentmans, die dann hier wieder überall rumlaufen. Die finden das dann ja wieder nicht so toll. Okay, ihr. Gut, also die Fallen stehen schon mal. Weil, also persönlich sind meine Prioritäten natürlich anders. Aber das würde ich dir gegenüber natürlich nicht zugeben. Ja, wird das überhaupt ausgefragt? Nein, ne? Ihr steht jetzt da. Geht die gleich hier hin runter? Nein, die geht immer nach vorne runter, eigentlich.
Könnt ihr bitte das mit diesem. Ah, danke. So, einmal der Trupp, jetzt bitte bewegt euch mal nach draußen. Oder nach hier vorne. So, bewegt euch mal nach da vorne. Dann kommt nämlich ein kleiner Pilzfäller hier und sagt: So, einer ist gut. Wir bräuchten ein paar mehr. Könnt ihr mich. Wollt ihr mich jetzt gerade verarschen? Was greift mich denn jetzt hier schon wieder an? Ich sehe die nicht mal angreifen, aber anscheinend sind die hier. Sterben wir jetzt? Habt ihr die jetzt schon erwischt? Diese Verletzungen, sie machen mir keine Angst. Ach, die Serpent-Mains sind jetzt doch hierher gekommen. Ja, warte, wenn ihr jetzt hier durchdreht und alles töten wollt, passt bitte auf, ne? Oh Gott, wir werden dann. Oh Gott, tötet es! Tötet sie alle! Warum stehst du hier so? Die haben sonst uns nicht angegriffen. Du bist im anderen Squad. Natürlich habe ich auf dich aufgepasst. Ui. Ui, ui, ui. Das ist natürlich. Wir sitzen jetzt hier unten. Ihr könnt nicht ertrinken, ne? Eine Armee der Typen sitzt im Wasser. Und nun? Das Problem, was ich bei sowas jetzt habe, ist, dass die Zwerge natürlich gerne auch auf die Idee kommen, da reinzuspringen.